Ja, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Lightroom Corner. Mein Name ist Vitali Brickmann und ich bin Fotograf aus Bielefeld. Heute geht es mal wieder um zwei Bilder aus der Folge 20 Part 2. Ich glaube, hier wollten die Leute, ganz viele Leute wollten hier mal sehen, wie ich so die Bilder bearbeitet habe, weil ihnen der Look ganz gut gefiel. Mir auch. Wie gesagt, Robin, cooler Typ. Coole Bilder. Und in dieser Folge, in diesem Part, habe ich mein 85 mm 1.8 Canon-Objektiv halt benutzt. Ihr seht auch hier bei den Einstellungen oben rechts Blende 1.8. Und wow, ich habe in dieser Folge, als ich die Bilder dann zu Hause gesichtet habe, ich habe das Objektiv wieder lieben gelernt. Viel öfter, also ich habe richtig Bock jetzt mit dem Objektiv viel öfter Fotos zu machen, weil ich einfach voll beeindruckt war von den Bildern, die dabei entstanden sind. Einfach nur available liked, kein Reflektor. Andi war dabei, hat aber die Kamera gehalten, damit wir für euch eine Folge produzieren könnten auf YouTube. Ja, geiles Objektiv, cooler Typ. Und ich würde sagen, wir legen los. Das ist das Ausgangsbild. So kam es out of cam mit den Einstellungen, wie gesagt, hier oben. Bei so geilem Wetter kann man die ISO natürlich auf 100 lassen, kann man auch ruhig auf 200 machen. Macht kaum Unterschied. Und ja, was ich wieder dazu sagen muss, wie gesagt, es ist schon länger her, dass ich dieses Bild gemacht habe. Mal gucken, wie ich es heute bearbeiten würde und bearbeiten werde. Lasst uns gemeinsam einfach mal jetzt anfangen. Was mir direkt auffällt, ist halt, ich finde es ein bisschen dunkel, aber lieber man macht erstmal anfangs ein bisschen zu dunkle Bilder, als wenn man sie schon von vornherein zu hell macht. Dann hat man einfach nochmal viel mehr Spielraum. Ich glaube, ich mache hier nicht zu hell, weil ich und die Tiefen einfach höher, weil ich die Strukturen ziemlich cool finde, auch von der Strickjacke hier. So, Klarheit geht bei Robin sowieso immer, allein wegen den Tattoos, wegen den coolen Strukturen hier. Können wir mal gucken, vielleicht mit dem Pinsel hier ein bisschen Klarheit dann rausnehmen. Mal schauen. Dynamik, ja, wir haben jetzt nicht so viele Farben hier im Spiel, aber wenn ich es erhöhe, hier, ihr seht es am Tattoo, das wird nochmal ein bisschen, sieht nochmal ein bisschen cooler aus. Deswegen kann man es vielleicht machen so. Wie gesagt, Sättigung fasse ich nicht an. Ich gehe eher so minus 5 einfach mal runter. Mal gucken, bei der Gradationskurve einfach mal ein bisschen Kontrast wieder reinhauen. Der typischen S-Kurve. Ja, S-Kurve, da muss man das hier natürlich nach unten machen, damit ein S daraus entsteht. Ist noch momentan noch ein bisschen zu kontrastreich. Wir können auch hier, also das weiß ich, dass ich damals den verwaschenen Look genommen habe, indem er einfach diesen Punkt ein bisschen nach oben zieht. So, vielleicht nicht zu krass. Nicht zu krass kontrastreich so. Ja, also wir gehen einfach mal weiter durch. Für mich kann es jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen heller sein. Genauso, das ist eher so die Richtung, die ich haben möchte. Genau, dann gucken wir uns mal die Farben an. Auch hier kann man, wie gesagt, immer ganz viel machen. Spielen wir einfach mal mit den Extremwerten. Ich glaube, man kann eher so in die Richtung gehen. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich gar nicht so viele Farben bei der Sättigung. Vielleicht minimal rausnehmen. So, ihr merkt auch, ich mache gar nicht so viel mehr mit dem Mausrad, sondern klicke da einfach rein, weil es ein bisschen schneller gerade gehen muss, damit ich euch beide Bilder zeigen kann, wie ich die ungefähr so ein bisschen bearbeitet habe. Ja, was können wir hier noch machen? Bei der Luminanz brauchen wir jetzt auch nicht so viel machen. Wir können gucken, ob wir die Haare vielleicht. Die Haare sehen eher so orange aus. Genau, hier können wir zum Beispiel das Gesicht, ne, das kann man immer schön machen. Wenn das Gesicht ein bisschen zu dunkel ist, dann kann man es hiermit einfach ein bisschen heller machen. Mit dem Orange-Regler. So, hier können wir tatsächlich, glaube ich, eine Teiltonung machen. Ich übertreibe jetzt einfach mal mit Sättigung 25 und hier dann drehe ich immer so mit dem Mausrad so ein bisschen durch, bis irgendwas kommt, was mir gefällt. Und anscheinend hat mir nichts gefallen, weil ich jetzt wieder am Ende angelangt bin. Aber ich glaube, so eher so vielleicht in die Richtung, weil auch diese Strickjacke so dieses Orange hatte. Okay, was eher so ein Grün gerade ist. Aber lassen wir es erstmal so. Mit der Sättigung können wir ja immer noch runtergehen. Und dann gucken wir mal in den Schatten, wo der so ungefähr sein könnte, damit es irgendwie wieder cool aussieht. Hier so, ne? So sieht ein bisschen sandiger aus. Da ist auch die Location auch ein bisschen schuld dran, ne? Das müsst ihr immer drauf achten. Wir haben hier relativ viel Grau-Braun im Hintergrund. Also nichts, was wieder krass ablenkt oder so. So, mal gucken. Jetzt würde ich mit der Sättigung einfach ein bisschen runtergehen und dann nochmal einen Abgleich machen. So, das finde ich ein bisschen cooler vielleicht hier. Statt nach links. Das wirkt sehr kühl. Wirkt das hier ein bisschen wärmer. Passt mehr zur Location vorher, nachher. Können wir lassen. Finde ich okay.
Details würde ich auch wieder, wie gesagt, maskieren, mit Alt-Taste halten und dann hier so ein bisschen nachschärfen. Objektivkorrektur, oh, nee, das auf keinen Fall. Dafür ist das Gesicht einfach viel zu hoch. Wenn dann eher so in die andere Richtung, damit wir die schwarzen Ränder entfernen können. Natürlich könnte ich auch ins Profil gehen und eine Profilkorrektur machen. Dann erkennt der Lightroom bei vielen Objektiven euer Objektiv und macht das dann selber. Dann können wir das hier erstmal manuell wieder rausnehmen. Ist natürlich auch wieder viel heller. Mache ich selten, sollte man aber, glaube ich, öfter machen. Machen wir jetzt einfach in diesem Fall und dann würde ich einfach wieder mit der Belichtung nach unten gehen. So. Und ja, wir gucken mal vorher nachher. Also, ja, auf jeden Fall ganz schön viel getan. So habe ich es aber damals bearbeitet. Also noch einfach wärmer, kein Problem. Wir können auch hier natürlich mit dem Regler, habe ich total ignoriert. Wir können natürlich ein bisschen wärmer machen. Gar nicht übertreiben. Wir können es auch kühler machen. Also je nachdem, was euch so gefällt. Das wäre jetzt ein bisschen wärmer, finde ich wieder ein bisschen hell. Wieder ein bisschen dunkler machen. Und ich würde hier, glaube ich, sowas hier machen, dass wir doch ein bisschen abdunkeln am Rand, aber dann eher mit so einem Radialfilter. Da können wir mit der Belichtung einfach ein bisschen runtergehen. Genau, ne? Dass der Fokus einfach ein bisschen mehr auf Robin ist. Also vorher, nachher. Mal gucken. Ja, vielleicht wieder hier ein bisschen heller. So vielleicht. Ist okay. Ansonsten könnte man es natürlich auch so machen. Dann wäre man sich ganz sicher, dass hier nichts dunkler wird im Gesicht, sondern einfach mit dem Verlaufsfilterwerkzeug. Links dunkler, beziehungsweise rechts dunkler, links dunkler und voilà. Wie gesagt, würde ich jetzt hier nicht unbedingt machen, aber so kann man es halt auch natürlich machen. Und ja, das sieht auch schon mal ziemlich cool aus. Ich erhöhe nochmal die Klarheit. Ja, warum nicht? Wir können natürlich hier vielleicht ein bisschen mit den Augen nochmal ein bisschen heller machen. Aber minimal, also ich würde echt nicht mehr als 50 gehen. Also nicht mehr als 0,50. So, das sieht doch schon mal ziemlich cool aus, ne? So für Quick and Dirty, sage ich mal jetzt. Nochmal vorher, nachher. So kam es out of cam. Und das haben wir noch da rausgeholt. Ich merke auch gerade, einfach wirklich öfter mal vorher, nachher machen. Dann merkt ihr so, klar, merkt ihr den Unterschied, aber dann, mir ist gerade zum Beispiel aufgefallen, ne, ich hätte es doch lieber ein bisschen heller. So, das sieht doch ganz cool aus. Was uns vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist die Kamerakalibrierung. Da können wir natürlich auch noch einiges machen. Hier zum Beispiel seht ihr, das gefällt mir zum Beispiel besser hier in die Richtung. Ich mache noch mal extrem in die oder extrem in die. Und da finde ich in minus 25 finde ich glaub, ganz cool. Oder hier, ne, wirklich so einen coolen Farblook erstellen. Da finde ich, glaube ich, so wie es war, auch besser. Schauen wir mal hier. Ja, blau ist halt immer wirklich ziemlich krass, der Unterschied. Aber auch hier war eher so in die Richtung. Okay, ich würde sagen, das Bild ist fertig. Springen wir schnell zum nächsten Bild. Also einer meiner Lieblingsbilder 2016. Danke, Robin, für dieses coole Bild, für dieses coole Lächeln. Boah, ich war einfach geflasht, als ich zu Hause saß und dann dieses Bild bearbeitet habe. So kam es out of cam. Musste gar nicht viel machen, einfach ins Schwarz-Weiß konvertieren. Können wir mal gucken, mit der Belichtung jetzt nicht unbedingt, aber bin mir auch jetzt nicht 100% sicher, wie ich es gemacht habe. Auf jeden Fall müssen wir hier ganz schön viel Kontrast reinballern. Wir können hier Klarheit reinhauen, Tiefen runter, Kontrast ein bisschen höher. Mit der Gradationskurve habe ich wahrscheinlich ganz viel gemacht. Auch den verwaschenen Look habe ich natürlich hiermit wieder gemacht. So, ja, das kommt dem schon ziemlich nah. Hier, wenn wir hier runter gehen, dann wird einfach nochmal, wow, mega geil, mega geil. So, dann würde ich hier vielleicht die Tiefen wieder ein ganz bisschen höher machen, hier den Kontrast rausnehmen. Weil den Kontrast lieber mit der Gradationskurve erzeugen. Und hier können wir natürlich auch wieder ganz krass spielen. Also hier kann man echt noch viel machen. Einfach die Haut dunkler, heller. Wenn er jetzt krasse Sommersprossen hätte, dann könnte man die auch damit sehr, sehr gut hervorheben. Hier ist der Hintergrund ein bisschen angesprochen, wenn ich hier dran drehe. Grün ist da nichts drin, blau auch nicht. Gut, sieht schon mal ziemlich cool aus. Details kann man immer wieder machen. Ein bisschen nachschärfen. Wie gesagt, lasst die Finger von der Teiltonung. Das ist richtiges Schwarz-Weiß und macht da bitte nicht irgend so eine komische Blautönung drauf. Ich übertreibe jetzt gerade, aber oder schlimmstenfalls noch Sepia. Bitte nicht machen. Schwarz-Weiß lassen. Ja, eine Vignette. Mal schauen. Muss nicht sein. Ich finde das so ziemlich cool. Ja, das war's auch schon wieder fast. Also das geht relativ schnell. Ihr habt gesehen, ich habe gar nicht viel gemacht.
Hier kann man natürlich immer noch gucken, was passiert hier. Die Augen strahlen noch mehr. Mega cool. Vielleicht von hier rechts fällt mir noch ein bisschen zu viel Licht. Vielleicht können wir das einmal mit einem Verlaufsfilter alles so ein bisschen abdunkeln. So vielleicht vorher, nachher. Ja. Vielleicht, also wie gesagt, ich zeige euch einfach nur, was für Möglichkeiten ihr so habt. Und ja, jetzt gucken wir jetzt nochmal, wie ich es vor einem Jahr bearbeitet habe. Ja, kommt ungefähr aufs selbe hinaus. Die Augen würde ich auch gar nicht mehr bearbeiten. Also wenn ihr meint, ihr dürft natürlich damit echt nicht übertreiben, aber wenn ihr meint, die Augen können so ein bisschen heller sein, könnt ihr das natürlich so machen, wie ich gerade mit dem Pinsel leicht aufhellen, damit die einfach nochmal mehr zur Geltung kommen. Bam. Mega geiles Bild einfach nur. Ja, wie gesagt, auch diese beiden Presets könnt ihr in der Videobeschreibung herunterladen, auf eure eigenen Bilder anwenden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Ciao!